Auf dem Balkan schaukeln sich die Streitigkeiten zwischen Serbien und dem Kosovo hoch. Nachdem Serbien wegen der wachsenden Spannungen mit der Regierung in Pristina die Armee in Alarmbereitschaft versetzt hatte, hat das Kosovo am Vormittag den größten Grenzübergang zum Nachbarland geschlossen. Unterdessen halten Kosovo-Serben weiterhin Straßen im Kosovo gesperrt. Schwer beladen blockieren Lastwagen Straßen im Norden von Mitrovica, am Führerhaus die serbische Flagge. Seit dem 10. Dezember schon versuchen Kosovo-Serben mit Straßensperren die Freilassung eines inhaftierten serbischen Ex-Polizisten zu erzwingen. Seitdem wachsen die Spannungen zwischen der serbischen Minderheit und der albanischen Mehrheit hier im Nordkosovo. Und Serbiens Präsident Aleksandar Vučić macht Stimmung gegen die kosovarische Regierung, wirft ihr vor, sie bereite einen Angriff auf serbische Einwohner vor. Sie alle, die Kosovo-Albaner und der Westen, wollen den Konflikt. Sie wollen, dass Serben getötet werden. Für sie ist die sogenannte territoriale Integrität des sogenannten Kosovo wichtiger als die Frage, wie viele serbische Köpfe rollen. Ziel sei es, die Serben aus dem Kosovo zu vertreiben. Die Regierung in Pristina hält dagegen, die Straßensperren müssten entfernt werden, um die Bewegungsfreiheit in Mitrovica wiederherzustellen. Gleichzeitig wirft das Kosovo Serbien vor, Unruhe stiften zu wollen und Zwischenfälle zu provozieren, um so einen Vorwand zu schaffen für eine bewaffnete Intervention in der ehemaligen serbischen Provinz. Die Idee Serbiens und seines Verbündeten Russland ist es, überall dort, wo der Westen dominiert, Konflikte und Krisen zu schüren, um die Regionen zu destabilisieren und den Einfluss Russlands und Serbiens auszubauen. Das serbische Verteidigungsministerium hat seine Truppen an der Grenze zum Kosovo bereits in höchste Gefechtsbereitschaft versetzt. Das Kosovo mit seiner mehrheitlich albanischen Bevölkerung hat 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Doch die Regierung in Belgrad erkennt das Kosovo nicht als eigenständigen Staat an und betrachtet es bis heute als abtrünniges südserbisches Gebiet. Im Nordkosovo, an der Grenze zu Serbien, leben rund 50.000 Serben. Angesichts der aktuellen Spannungen rät das Auswärtige Amt von Reisen in den Norden des Kosovo ab. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.